Biologie und Theaterwissenschaften. Jeden Tag müssen wir neue Worte lernen, denn mit dem Internet entstehen lauter neue Situationen, die einen Namen verlangen. Einer der neuen Begriffe lautet Wiki. Vor ein paar Jahren gründete ein Amerikaner eine Internetseite, zu der jeder Zugang hat, an der aber auch jeder mitarbeiten kann. Statt dem englischen Wort quick für schnell nannte er die Seite ganz spielerisch Wiki. Und so hat sich das Wort Wiki eingebürgert. Wikis heißen jetzt frei verfügbare Seiten im Internet, mit deren Hilfe sich Dokumente ohne Kenntnis irgendwelcher Programmiersprachen speichern lassen. Und das hat zu Wikipedia geführt. Wikipedia ist ein Online-Lexikon, an dem jeder mitmachen kann und das schon in unzähligen Sprachen existiert. Die deutsche Ausgabe hat inzwischen mehr als 50.000 Einträge. Weltweit erreichte das Lexikon heute die 500.000-Marke. Ein Beitrag von Thomas Schneider. Also wie war das nochmal mit diesem Feiertag heute? Stefan Kühn schlägt bei allen Lexikonfragen im Internet nach. Bei Wikipedia, dem etwas anderen Lexikon. Denn wenn er über den Aschermittwoch etwas weiß, was der Lexikonartikel noch nicht weiß, dann verbessert er ihn einfach. Wikipedia will ständig gefüttert werden, ehrenamtlich von seinen Benutzern. Wir können dort Wissen sammeln, das von Leuten kommt, die vielleicht nicht in einem kommerziellen Projekt mitarbeiten würden. Sie möchten gerne gemeinnützig ihr Wissen mit anderen teilen. Sie möchten, dass andere lernen von ihrem Wissen, von ihrem Fachwissen, von ihren speziellen Hobbys. In Deutschland machen das inzwischen mehr als 2000 Menschen. Einen Chef hat das Projekt nicht, nur einige Moderatoren. Die müssen dafür sorgen, dass jeder sein Wissen platzieren kann, ohne dass Unsinn verzapft oder einseitig informiert wird. Die heißesten Diskussionen sind meistens so politische Themen, wo man auch in der Wirklichkeit sieht, dass es extreme Lager vorhanden sind. Also der Nahostkonflikt ist zum Beispiel ein Dauerbrenner.